Also das sind die, ne? Gute Ernährung, guter Schlaf, Meditation, also zumindest mal Apps ausprobieren, um zu wissen, was eine Meditation überhaupt ist, ist kostenlos. Also das sind Grundvoraussetzungen, die setze ich wirklich voraus, ne? Dass ihr euch damit beschäftigt. Und dann Körper, Wahrnehmung und Entspannung. Und Entspannung ist am besten bei sich festzustellen über diese Frage, bin ich freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir, mit meinen Mitmenschen, mit dem, was mich umgibt. Das ist unsere Grundintention. Und die nächste ist eben wirklich dieses immer feiner Wahrnehmen, brauche ich diese Muskeln jetzt? Einfach den Arm mal heben und darin festzustellen, dass ich brauche so viel Anspannung gar nicht, um meine Hand in der Höhe und den Arm so zu halten. Einfach weiter, die Schulter kann entspannen. Ja, Bizeps brauche ich dafür nicht. Ja. Und wenn ich Show-Off machen will, dann trainiere ich den Bizeps, aber ich mache kein Show-Off, machen wir hier alle nicht. Dann wird es auch interessant, ja? Also dass man immer wieder zurückkommt. Geht das noch easier? Oder habe ich eine Verspannung? Die bleibt bestehen, dann muss ich ihn tiefer nehmen, den Arm. Eine Sache, die im Yoga schnell untergeht. Man sieht den Meister, weil der oder die Meisterin, die hat ihr jahrelang quasi diese Posen gemacht, dann will man ganz schnell genauso extrem diese Pose einnehmen. Das ist total verkehrt. Das ist eine komplette Fehlleitung von dem, worum es geht. Also eher, das ist halt eine Pose mit dem Arm über dem Kopf. Jetzt tut mir das vielleicht weh, mir jetzt nicht, aber nun nehme ich den tiefer. Es geht nicht darum, so auszusehen. Es geht darum, zu fühlen, wie mein Körper sich anfühlt. Und mit dem freundlich, aufmerksam und gelassen umzugehen. Und dieser Bodyscan, der da stattfindet, der wird immer feiner und man behält seine Aufmerksamkeit länger dabei. Und das führt dann irgendwann dazu, dass man eben dieses innere Lächeln entwickelt. Und das lässt sich kultivieren, weil das ist erstens eine gute Belohnung. Ja? Und zweitens merkt man immer mehr, wenn ich in diesem Stadium des kurz vor dem inneren Lächeln oder mit dem blöden Lächeln bin, dann klappt mein Leben besser. Also mein Körper wird fitter. Ich werde viel seltener krank, meine Arbeit geht einfacher, ich reg mich seltener auf oder was auch immer ihr für Grundintentionen habt. Das führt zu Gesundung. Ihr müsst zum Arzt gehen oder zum Therapeuten, wenn ihr ganz grobe Sachen habt. Das hier, wovon ich spreche, ist quasi danach, ja, wenn Profis quasi ihre Arbeit erledigt haben oder unterstützend. Ja. Aber ihr merkt es, das sind die Hauptaspekte, in die das gehen soll. Und nur wenn man sich mit diesem Paket an Aspekten anfreunden kann und für sich die annimmt, macht das einen Sinn. Aber dann macht es auch wirklich einen Sinn. Ja? Dann macht das auch einen Spaß und dann sind die Formen nicht mehr ganz so wichtig. Wir machen die Intro-Sequenz mal zusammen. Ja. Die Grundstellung vom letzten Mal muss ich nicht erklären. Das ist auch eine Besonderheit. Dadurch, dass ihr selber feststellt, was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt stärkere Impulse, stärkeres Gefühl von meinem Körper? Ist mir so ein leichtes Rütteln jetzt ein bisschen zu lasch? Na, dann rüttelt stärker. Das Einzige ist wichtig, eben immer locker in den Knien, Impuls aus der Wade und das Gewicht gleichmäßig unter den Fußsohlen verteilen, aber kleben bleiben. Dann könnt ihr richtig losrütteln. Ja? Wenn ihr das gerne mögt, dann nehmt ihr den. Ja, richtig rütteln. Die Intention jetzt für die nächsten 15 Minuten ist halt, langsam vom Groben zum Feinen zu kommen, zu dieser inneren Sammlung. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wenn ihr das quasi jetzt abgucken würdet, nur von mir auf der Wiese. So wie das halt Standard eigentlich in der Transmission, in der Übermittlung ist. Man guckt dem Meister das ab, der quatscht nicht so viel. Und dann bewegt er sich ganz wenig und dann denken die Schüler, das machen die auch. Wir sind alle darauf geeicht, genau das nachzumachen, was ich auch mache. Und wenn ich jetzt, ich brauche das nicht so stark. Dann schüttle ich nur ganz wenig, die schütteln auch ganz wenig und dann kriegen sie nicht den Input, den sie brauchen. Deswegen schon am Anfang wählt das aus, wie ihr das braucht. Wenn ihr das grob braucht, dann macht das grober als ich. Ist okay. Oder wenn ich gerade mit dem Fahrrad hier angekommen bin, noch total im Stress,
dann ist das okay, dann mache ich dich mal ein bisschen zu schütteln. Das ist völlig okay. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist quasi so eine Prä-Vorbereitung für das Baumstehen, Stehen, Baum umarmen. Weil das ist doch ziemlich herausfordernd am Anfang, so lange so rumzustehen, ist wirklich mal abzulegen den Arm. Ihr kennt das sicherlich. Wirklich versuchen, einen Arm am Handgelenk abzulegen und einfach mal sich selber quasi dann die Unterstützung mit Vorwarnung wegzunehmen. Dass man einfach guckt, baumelt der? Ne? Oder habe ich hier so eine Angst, ich will ihn nicht fallen lassen? Ne? So wirklich mal Schultern locker, Arm locker, liegt der wirklich komplett jetzt auf diesem unterstützenden Arm? Und dann fallen. Andere Seite, die sind meistens auch verschieden locker. Und da um die Diskrepanz geht es. Ne? Also den abzulegen und zu denken, okay, das ist jetzt schon locker. Und wenn man dann loslässt, merkt man, nee, da ist noch so ein bisschen Gegenpush. Und das sind all die Muskeln, die man kennenlernt. Am extremsten ist es wirklich beim Baumstehen, wenn dann der Meister oder die Meisterin rumgeht und bei den Apprentices, bei den Lehrlingen quasi kurz unterstützt, beide Handgelenke komplett, dass sie abgeben. Und dann, wenn man dann sagt, jetzt übernimm ganz langsam wieder, und dann nimmt der Meister, Meisterin langsam die Unterstützung weg. Und dann merken die Schüler eben den Unterschied. Sie haben gedacht, sie brauchen so viel Kraft und dann kurz ablegen können und minimal wieder übernehmen. Daran merkt man sehr viel. Deswegen ist dieses Fallenlassen auch hilfreich. Aber macht das so, wie ihr das braucht. Ne? Also es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, das ist mir zu grob, dann mach es nicht so grob, dann bleib stehen. Oder stimmt nicht mit meinem Atem überein, so wie der das mir erzählt, ist es falsch. Nee, es ist deine Aufgabe festzustellen, es ist dein Körper, du musst deinen Körper wahrnehmen. Also in den ersten 3 Jahren kann ich viel von außen erkennen, was da so los ist. Aber ich kann nicht innerhalb von 5 Minuten dich von totaler Anspannung zu kompletter Entspannung führen. Kann ich auch, aber das muss ich dann schamanisch machen. Das passt hier nicht auf die Wiese und ist eher eine Einzelübung. Also ist dann eine Einzelsession. Die kostet auch richtig Geld. Ne? Weil das ist für mich extrem stressig. Also es geht, aber das ist dann schon höhere Kunst des Schamanismus. Ne? Das kann man schon gar nicht mehr anders beschreiben. Also ich mache jetzt das leichte Schütteln. Ihr könnt Arme, ich nenne das Spaghetti-Arme. Ne? Die ist entweder das oder heftige Schütteln oder wie ich das jetzt mache, leicht nur. Und dabei ein Bodyscan. Ne? Feststellen, habe ich irgendein Thema falsch, meine Schulter beim Schlafen eingequetscht, tut die jetzt weh? Oder habe ich irgendein Dauerthema? Also auf was muss ich achten? Wie gehe ich damit um? Indem ich erstmal natürlich nicht das noch forciere, sondern zurücknehme. Ne? Es aber nicht unterdrücke. Ich habe jetzt heute nichts Besonderes. Ein bisschen steif, aber das ist, glaube ich, normal jetzt für den Anfang. Also Bodyscan von komplett durch den Körper und sowas feststellen. Dauerthema, aktuelles Thema. Okay.
Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, ist das auch völlig legitim, quasi jetzt auch festzustellen, nee, das ist für mich nichts. Oder der, wie der das macht, gefällt mir nicht. Ist okay. Dann freundlich verabschieden und gehen. Ja, nicht irgendwie durch, also manchmal ist es sogar gut, sich quasi dann zu zwingen zu bleiben, weil es dann doch ganz gut ist. Aber also ich habe da nichts gegen, wenn ihr feststeht, ich kenne das. Also ich habe das selber so gehabt, dass ich dann manchmal gesagt habe, nee, das ist für mich in dem Moment eigentlich nichts. Ich habe da den Zugang irgendwie nicht gefunden und deswegen, ich kenne das. Das ist okay. Okay, das ist, also ich weiß ungefähr Bescheid. Und dann gehen wir zum Qi-Wecken über. In voller Komplexität mache ich das heute nicht. Die Erklärung, es ist ein Steigen, aber wie aus der Grundstellung, niemals durchgedrückte Knie, ausatmend, so ein bisschen mehr unteres Becken nach vorne, mehr entspannen, hier einatmend. Das ist auch eine Erinnerung, wie sich euer eigener anstrengungslos gestreckter Rücken anfühlt. Wir versuchen nichts mehr zu erreichen. Und immer weicher werden. Wir haben das im Sitzen schon mal einmal gemacht. Body Wave ist hier mit drin. Also man sieht das von außen nicht so stark. Aber die Welle geht komplett durch den Körper. Einatmen, gestreckter Rücken, aber entspannen. Ausatmen, mehr verwurzelt, aber locker und entspannen. Also es ist wirklich entspannen, voll durchatmen, frei. Entspannen, voll ausatmen, frei. Na, ihr kriegt die Richtung. Und andauernd diesen Bodyscan. Kann ich noch mehr entspannen? Und wenn man immer wieder mit der Aufmerksamkeit zurückkommt zu sich und wirklich immer wieder entspannt beim Ausatmen und entspannt beim Einatmen, dann entsteht immer häufiger dieses innere Lächeln. Und das führt wirklich zu Entspannung, zu Gesundung, zu einem einfacheren Leben. Ist wirklich so. Und diese Übung lohnt sich wirklich jeden Tag zu machen. Ist recht simpel, sieht jedenfalls simpel aus, aber es ist wirklich alles körperlich als auch mental drin vorhanden. Wenn man über die Tage eben seine eigene Einstellung zu sich selber und zu dieser Übung feststellen kann. Ja, wie sich das jedes Mal verändert und so. Man hat da keinen Bock zu und macht es doch und kriegt dann als Belohnung das innere Lächeln. Meistens. Aber man kann darin sehr gut feststellen, wie die Tagesverfassung ist. Also einen festen Termin am Tag, 3 Minuten, 5 Minuten,
noch drei Atemzüge. Und damit drei Umdrehungen. Und dann kurz in der Grundstellung stehen bleiben. Wir müssen noch keinen Baum stehen machen. Aber wichtig ist eben mit der Aufmerksamkeit zurückzukommen. Und in diesem Stehen eben auch den ganzen Körper durchzugehen und festzustellen, ob es da irgendwelche Muskeln gibt, die man noch lösen kann. Man darf sich auch leicht bewegen. Auch eine Übung, die man in der Pause, wenn man irgendwo warten muss, irgendwo stehend kurz verweilt und anstatt auf das Smartphone zu gucken und irgendwelche unsinnigen Tippereien zu machen, einfach mal wirklich zu stehen. Bin ich freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir? Kann ich frei atmen? Fühlt sich mein Körper entspannt an? Kann ich was tun, dass er entspannt ist? Habe ich vergessen zu essen? Muss ich mal was trinken? Also was. Ja, Selbstfürsorge, Self-Care, auch wichtig. Vitamine am Tag zu machen, die man wirklich für sich nimmt. Das fällt schwer. Also wirklich mal so eine Stunde am Tag einfach Termin eintragen für mich. Besonders wenn man sehr eingespannt ist. Aber das ist wichtig. Ich weiß das, ich habe als Geschäftsführer mich selber ausgebrannt, richtig heftig. Also diese Selbstfürsorge ist ungeheuer wichtig. Das geht irgendwann sonst nach hinten los. Das ist schon unsere heutige Session. Das ist eine Basic-Basic-Session. Okay. Okay. Die letzte Session und die heutige sind Grundvoraussetzungen. Aber es ist quasi wirklich das Umschalten von dem, ich lerne Formen und kann die dann fertig. Ich will neue Formen und die 490er Form und die 128er Form und so. Ihr könnt das machen, ja, aber nicht mit mir. Ich mache das. Ich habe ein bestimmtes Set und mir geht es wirklich um Körperwahrnehmung und Entspannung, um dieses freundlich, aufmerksam und gelassen. Das sind die Hauptaspekte mit der Voraussetzung gute Nahrung, guter Schlaf und Meditation. Das setze ich quasi sogar voraus, dass ihr selber euch damit beschäftigt. Ein bisschen machen wir ja hier. Das ist der Gesamtzusammenhang, weil ich weiß, das reicht. Und wir haben ein paar Formen und wir machen auch die 24er Peking-Form, die entwickelt wurde zur Volksgesundheit. Aber die dauert eben 3 Jahre. Ja? Also die Peking-Form. Die anderen Formen sind alle auf der Internetseite verlinkt. Und da kommt man sehr schnell dazu zu sagen, kann ich. Völlig. Aber genau dieses kann ich versperrt einem den Weg, um überhaupt weiterzukommen. Eigentlich nach dem kann ich, fängt es erst an, auf dem Weg zu diesem inneren Lächeln. Ja. Und die 24er Form ist ziemlich komplex und dabei dieses innere Lächeln zu entwickeln, das dauert wirklich, also da ist man mit einem Jahrzehnt dabei. Ja. Weil es 24 Formen sind, 3 Jahre, um sie zu üben und nochmal 6 Jahre, um da auf so eine Ebene mitzukommen, dass man immer aufmerksam und gelassen mit sich ist. Diese ganze 24er Form durch und da dann quasi so immer
Also jegliche Mikrobewegung quasi entspannt. Und das kann man dann endlos machen. Also nicht dieses ergebnisorientierte und dann abhaken, sondern es ist wirklich ein Weg. Lao Tse. Der Weg ist das Ziel. Danke fürs Mitmachen. Habt einen schönen Sonnabend.